Heute bei Familie Magic. Besuch bei dem Hundertwasserhaus. Viel Spaß bei unserem Video. Wow, hier in Magdeburg ist es ja so schön beim Hundertwasserhaus. Ja, also das war wirklich eine richtig gute Idee, mal hier hinzufahren. Das schöne Hundertwasserhaus. Ach, was für ein toller Architekt. Schöne Farben. Er macht ja lila, gelb, grün, rot, blau und braun. Schwarz mochte er gar nicht. Naja, aber er hat es zur Umrandung genommen, damit die Farben mehr zur Geltung kommen. Er macht auch nichts Gerades. Er hat ganz viele Schnörkel, Wellen und Unebenheiten gemacht, die wir ja jetzt alle besichtigen können, da wo wir jetzt in Magdeburg sind. Oh, also ich muss jetzt erstmal was essen. Okay, Mario, wir warten hier. Wollt ihr nicht auch was, Kinder? Okay, dann nehmen wir alle etwas. Hallo, was möchten Sie gerne haben? Wir haben nämlich spezielle Hundertwasser-Delikatesskekse. Dieses kleine Kunstwerk ist allerdings nicht zum Essen. Und dieser Busch, der aus dem Fenster wächst, auch nicht. Das ist ja die Mode von Hundertwasser und die vielen Säulen. Und die Steine über den Fenstern, das zeigen wir Ihnen aber bei der Besichtigung. Jetzt kommt es wieder zu unserem Essen. Goldene Servietten und diese schöne Glastorte. Was wollen Sie haben? Wir hätten gerne alle Kekse. Okay, die sind besonders groß. Wollen Sie 5 Stück? Nein, Madeleine ist noch zu klein. Das ist unsere kleine Tochter. Okay, dann 4? Ja, das wäre toll. Okay, das macht 2 Euro. Hier bitte. Danke. Noch einen schönen Aufenthalt. Also ein besonderes Merkmal waren doch die vielen Pflanzen und die Bäume, die aus den Fenstern wachsen und die kleinen Steine. Ja, die Dreiecke. Aber manchmal haben sie auch Steine genommen. Die Zwiebeltürme waren auch ein Merkmal von Hundertwasser. Und das viele Glitzer. Meistens waren die Zwiebeltürme golden, aber hier sind sie normal lila mit etwas goldenem Glitzer. Hier ist eine schöne rote Wand. Na, also für mich wäre das zu viel rot. Also für mich definitiv auch. Herzlich willkommen beim Hundertwasserhaus Magdeburg. Was kann ich für Sie tun? Ja, also unsere Kinder würden gerne mal das Haus von innen sehen. Oh, das tut mir leid, da müssten Sie schon etwas bei uns buchen. Oh, okay, das ist natürlich schade. Ja, dieses Haus hat Hotelzimmer und Wohnungen. Also, es ist sehr schön von innen. Leider kann ich es nicht zeigen. Aber Sie können natürlich noch unsere schöne Terrasse bewundern. Gehen Sie ruhig ein Stück höher. Dafür dürfen Sie auch durch diese Tür. Mehr kann ich Ihnen leider nicht von innen zeigen. Okay, wie schade. Aber naja. Oh, das ist ja toll. Wir sind getrennt. Die schwarze Linie ist die Grenze. Papa, du darfst nicht über die Grenze. Oh, oh, dann sind hier 2 kleine Grenzpolizisten. Ja. Na, das ist doch wirklich mal eine tolle Aussicht. Die lange Fahrt hat sich also gelohnt. Ja, so richtig. Ja. Liebe Kinder, Eltern und Playmobil-Fans, wir bewundern hier noch das schöne Hundertwasserhaus. Und ich sage schon mal, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal für mehr Videos. Und so verpasst ihr auch keins mehr. Und nebenbei unterstützt ihr uns auch. Also würde es uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Aber jetzt ist das Video leider schon zu Ende und ich muss Tschüss sagen. Tschüss!